Servus hier, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier am Montagabend bei wohlhabenden 32 Grad. Da geht einem doch glatt die Corona-Schutzimpfung wieder auf. Ja, und heute stehe ich aus einem ganz besonderen Grund da. Seit Freitag gibt es wieder eine neue Werbung. Jetzt hauen sie es ja wieder wochenweise aus, das gefällt mir sehr. Ja, und als ich diese Nachricht erhalten habe, dass es wieder mal eine Stiegelbierwerbung gibt, hat mich sehr gefreut, weil die Stiegelbierwerbung, das ist wirklich schon eine der ältesten Werbungen, die es je in Linz gibt. Ich meine, das ist jetzt gerade die neueste, auf der Nummer 87 rum. Aber früher, wer sich noch an meine Lieblingsstraßenbahnen, sage ich jetzt einmal, erinnern kann, an der zweiten Gedenkstriebwagen-Serie, da war die Stiegelbierwerbung bereits auf einer Straßenbahn oben auf der Nummer 77 ohne eine Null erfahren. Könnt ihr gerne mal eingeben. Wer jetzt wissen will, wie die ausschaut, braucht einen eigenen Rindstraßenbahn-Stiegelbier, dann seht ihr die. Also zweite Gedenkstriebwagen-Serie. Das waren einfach meine Lieblingsstraßenbahnen, mit denen bin ich aufgewachsen und da hat es die Werbung auch sehr lange gegeben. Das war so ein roter Hintergrund, wie man es von der Stiegelbierbrauerei gewohnt ist und mit halt Bieren drauf. Jetzt ist es eher so ein bunten Design. Das ist jetzt modern geworden, dass man Straßenbahnen eher bunt macht, dass man schon sehr gut von der Weite sehen kann. Ich meine, mir gefällt es jetzt auch sehr gut. Und ich muss gestehen, mir hat die alte Werbung, die jetzt ja schon 15 Jahre alt aus ist, ein bisschen besser gefallen, aber die gefällt mir natürlich auch sehr gut. Wie gewohnt wieder das rot-weiße Logo von Stiegel und mit neuen Biersorten und bereits bestehenden Biersorten oben. Ja, somit haben wir in Linz jetzt 3 Bierwerbungen. Ich glaube, so viel haben wir noch nie auf einer Zeit gehabt. Auf der Nummer 15 die Freistädter Bierwerbung, auf der Nummer 65 die Zipfer Bierwerbung und heute jetzt eben 87 die Stiegelbierwerbung. Ja, und es gibt halt verschiedene Biere, wie ein Starkbier mit mehr als 4% Alkohol, ein antialkoholisches Bier mit 0,0%. Dann gibt es ein Bier mit Zitrone, wie da gerade circa dunkles Bier, weißes Bier. Also da gibt es ja alles quer durch den Biergarten durch. Ja, und ich hoffe, sie wird jetzt auch lange fahren. Also dazu mal ist die Nummer 77, ist ja mit der Stiegelbierwerbung sehr lange gefahren. Ich glaube, wie die verschrottet worden ist, hat die Werbung immer noch oben gehabt. Die haben es dann gar nicht mehr eigentlich runtergetan. Aber die ist ja jahrelang gefahren. Ich hoffe, da wird es jetzt auch schon sein. Weil, wie gesagt, das haben wir ja schon seit 15 Jahren keine Stiegelbierwerbung mehr gehabt. Und von allen Bierwerbungen gefällt mir diese am besten, weil es einfach am buntesten und am schönsten dabei noch ist. Und ja. Ich bin leider vorher nicht dazugekommen, weil ich war das Wochenende nicht da und jetzt mache ich es halt erst am Montag, aber jedenfalls seit Freitag gibt es es schon. Zuerst ist es auf der Linie 1 und 2 umeinander gefahren, habe ich mir gedacht, super, mache ich es wieder bei der Uni. Na genau, heute, wenn ich Zeit habe, ist es bei der 3 und 4er, habe ich mir gedacht, naja, dann warte ich bei der Endhaltestelle und mache dann da meine Fotos und Videos. Na gut, das war's hier von der Endhaltestelle 3 und 4, Landgutstraße, Stiegelbierwerbung Nummer 87. Und dann sage ich schon wieder Servus, hupft's nur in den Sehne, weil es zu heiß ist, sonst hält man es bei diesen Temperaturen eh nicht aus und gönnt sich ein Stiegelbier. Gut, dann Servus und bis zum nächsten Mal.